aller Freunde und herzlich willkommen bei diesem neuen Video, einem besonderen Video, was ja schon ein bisschen mit der eingefangenen Osterstimmung begonnen hat. Ich habe ein Paket erhalten, ein recht schweres, großes Paket vom Einhorn Verlag. Und nicht nur ich habe ein Osterpaket bekommen, sondern auch noch andere liebe YouTube-Kollegen. Ihr findet die lieben Kollegen unten in der Infobox, alle verlinkt. Wir laden heute alle gleichzeitig unser Unpacking hoch. Schaut da also super gerne nach diesem Video bei den anderen vorbei, welche Bücher vom Einhorn Verlag hier mit dabei sind. Wir haben die Bücher kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir dürfen hier uns jetzt freuen und dieses wunderbare Paket auspacken. Und ihr findet natürlich auch die Bücher und den Einhorn Verlag unten in der Infobox. Also schaut da gerne mal vorbei. Ganz viele Informationen und natürlich auch die Kanäle der anderen mit Unpacker. Und das Schöne ist, wir haben alle auch so ein bisschen einen anderen Geschmack, andere Themen, Schwerpunkte und dementsprechend gibt es ganz, ganz viele tolle Bücher aus dem Einhorn Verlag zu entdecken. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Unpacking. Ich habe es schon so weit mal geöffnet, dass ich eben kein Ratschgeräusch hier irgendwie machen muss. Und das Paket ist wirklich mehr als voll. Einmal ein Lieferschein, dann gibt es ein Prospekt mit den Leseempfehlungen vom Einhorn Verlag. Richtig, richtig cool. Da freue ich mich richtig drauf, da ein bisschen rumzublättern. Sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt, das ist aber echt straff gepackt hier. Muss man hier ja wirklich Kraftaufwendungen. Kraftaufwendungen. So, die Bücher sind befreit aus dem sehr engen Karton. Und hier kommt schon der kleinste nächste Osterhase zur Unterstützung. Wir durften uns, ich glaube, 5 Bücher sind es, aussuchen. Darüber habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich hier so ein bisschen im Programm stöbern durfte und ich hier einfach mal etwas ganz Neues entdecke. Und ich habe mir ausgesucht von Christel Vogel Schmetterlingselfen erzählen. Und wenn man dieses Buch sieht und mich kennt, dann weiß man, es ist ein Perfect Match und gefühlt wird auch so zum Socken-Make-up perfekt. Und der Kater nimmt jetzt gerade den Karton auseinander. Ja, der Osterhase macht hier seinen Namen aller Ehre. Wir haben hier ein Buch, was einen Flug durch die schillernde Welt der Schmetterlinge bietet. Und wir haben hier eine wunderbare, bildhafte Geschichte, die ich richtig, richtig schön finde. Also wir hier wirklich ganz viele Eindrücke bekommen von den Schmetterlingen und im Grunde ihrem Leben, wenn sie schlüpfen und dann eben zarte Flügel tragen. Und sieht einfach absolut bombastisch aus. Also richtig, richtig schöne Aufmachung. Richtig toll. Wir erfahren hier was zu den Schmetterlingen, ihren lateinischen Namen und eben auch Geschichten dazu. Ach, wunderschön, oder? Also richtig, richtig toll. Ich bin super gespannt auf dieses schöne, schöne Buch. Und werde das auf jeden Fall jetzt im Frühling lesen, mich ein bisschen bilden, denn auch in meinem Garten ist ja der ein oder andere Schmetterling und das ist richtig, richtig schön. Also da freue ich mich tierisch, was ganz gut passt, auf jeden Fall drauf. Dann habe ich mir die Kräuterküche ausgesucht von Sandra Salcher mit Wild- und Gartenkräutern durchs ganze Jahr. Ja, in meinem Garten ist auch ein bisschen was Kräuteriges, kann man das so sagen. Und ich freue mich hier einfach mit den Kräutern tatsächlich zu kochen. Es ist jetzt nichts Veganes oder Vegetarisches, aber einiges kann man ja bestimmt auch abwandeln. Ich stolpere natürlich direkt über die Brennnesseleier. Aber gut, das ist nicht weiter dramatisch. Es gibt einen Löwenzahn-Shake und das finde ich total spannend, weil ich zum Beispiel auch schon mal aus Löwenzahn Honig, also der hieß damals dann, glaube ich, Honig, gemacht habe. Und das fand ich super spannend, dass das so funktioniert hat. Und was man im Garten so findet. Also ich war dazu auch nicht nur in meinem Garten, sondern in Nachbarsgarten zu rechts und links. Und habe gesagt, bevor ihr hier mäht, lasst mich das alles mal abgrasen. Im wahrsten Sinn. Und auch hier haben wir zum Beispiel einen Löwenzahn-Shake. Also wunderschöne Bilder. Das möchte ich auch echt dazu sagen. Also es sind tolle Aufnahmen. Man bekommt direkt Hunger und Geschmack, hier was zu machen. Kräuterschnecken, Schafgarbenbutter. Wow, super spannend. Also finde ich total inspirierend. Und ein Salbeibrot, das finde ich natürlich toll. Oh, das hier, oh,
Da läuft einem förmlich das Wasser im Mund zusammen. Also da bin ich super, super gespannt. Hier sind auch Schlehenliköre zum Beispiel dabei. Es gibt ein Kräuter-Pommes-Salz, das finde ich mega spannend. Und, ach, ich glaube, das könnte ein Favorit werden, ein Hagebuttenkuchen. Ich liebe Hagebutten und ja, wenn die wirklich in der Marmelade sind oder wenn die im Tee sind oder eben auch, wenn man sie zum Backen verwendet. Richtig, richtig toll. Ach, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja, die Kräuterküche, ein schönes, handliches ja, Kochbüchlein. Freue ich mich drauf, da auf jeden Fall das ein oder andere Rezept dann auch nachzukochen. Dann von Walburga Zellinger, die 8-Jahres-Kreisfeste. Ein Buch, was ich wunderschön finde, schon einige Male beim Einhorn Verlag auch entdeckt habe. Sowohl auf Instagram als auch Facebook, auf all den Seiten und natürlich auf der Verlagsseite selbst. Und ich finde das toll. Ich finde das so richtig, richtig schön. Es geht hier um die Hintergründe, Traditionen und Rituale eben zu den verschiedenen Jahreszeiten. Wer sich jetzt wundert, warum 8? Weil hier eben noch zusätzliche Jahreszeiten dazu sind, beziehungsweise eben diese Zwischenjahreszeiten. Und die in der Regel eben bei dieser achtfachen Betrachtung der Jahreszeiten eben auch immer von der Tag- und Nachtgleiche ausgehen. Also zum Beispiel von der Wintersonnenwende über Frühlingstag- und Nachtgleiche zur Sommersonnenwende und dann geht es zur Herbst- und Nachtgleiche, das kennt man vielleicht noch. Und dann gibt es aber dazwischen noch Samhain, es gibt Imbolc, es gibt Beltane und Lugnasad. Und das fände ich super spannend, mich da einzulesen, ein bisschen mehr zu erfahren. Richtig, richtig toll. Oh, auch wieder die Aufmachung. Super, super schön. Also das ist, da bin ich wirklich immer wieder beeindruckt, wenn ich so wunderschön gestaltete Bücher sehe. Hier sieht man zum Beispiel auch einen Festkalender. Also man wird hier wunderbar in die Termine des Jahreskreislaufes ja so im Grunde eingeweiht, was man zum Beispiel am Julfest machen kann. Ich sehe hier einen Holunderpunsch, finde ich auf jeden Fall auch schon wieder gut. Ich glaube, das Essensthema zieht sich heute so ein bisschen durch. Vielleicht war ich hungrig, als ich die Bestellung oder meine Wünsche sozusagen aufgegeben habe und gedacht, oh ja, so also ein bisschen Essen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also es sieht wunderschön aus. Also muss ich wirklich sagen, finde ich ganz, ganz toll. Und es geht eben um das Leben und Feiern im Jahreskreisfeste, im Jahresrat und dass wir hier eine besondere Verbindung zur Natur und dem zyklischen Prozess bekommen. Und ja, hier haben wir dann zum Beispiel auch das Erntedankfest. Super, super schön. Also optisch richtig, richtig toll. Also ich bin sehr angetan, wie die Bücher wirklich aussehen und natürlich auch das Cover ist bei dem Buch richtig, richtig schön. Und nein, es kommt natürlich nicht aufs Cover an, aber das ist natürlich was, was man jetzt auch wunderbar sieht und zeigen kann. Ja, und es geht essenstechnisch weiter mit Landfrauen, Aufstriche, Dips und Brot. Rezepte und Geschichten aus dem Ländle. Spricht man wahrscheinlich da ein bisschen anders aus, aber ich habe es nicht ganz so mit Dialekt. Ja, auch wie man sieht, hier hatte ich Lust auf Dips. Ich finde, es gibt gerade auch im Frühling, Sommer nichts Leckeres als irgendwie eine Gemüseplatte und verschiedenste Dips. Und dann legt man das Gemüse noch auf den Grill und tunkt ein. Ach, ich habe scheinbar doch irgendwie Hunger gehabt. Und dazu gibt es dann eben auch noch Brot und Brötchen, also auch richtig schön in verschiedenen Kategorien. Und ja, das kommt alles von Elisabeth Hirner-Waldstätten, die hier auch mit Bild zum Beispiel vertreten ist. Haben wir hier zum Beispiel ein Rezept, das finde ich richtig, richtig toll, dass wir hier eben so Landfrauen haben, die uns dann eben ihre Brotaufstriche zeigen. Finde ich richtig, richtig cool, sodass man dann eben auch ein bisschen was zu der Person noch erfährt. Ein Radieschenbrotaufstrich. Oh, ich liebe Radieschen. Oh, was haben wir hier? Süß-herber Brotaufstrich, Holunder, Zitrone, Aprikosen, Pfirsich und Erdbeeren. Oh. Ja, dann haben wir zum Beispiel ein Fladenbrot zum Selbstmachen, ein Dinkel-Vollkornbrot, finde ich auch super. Also auch wieder die Bilder, richtig, richtig schön. Also wirklich sehr appetitanregend. Und hier gibt es sogar ein Bier dazu. Also richtig, richtig cool. Finde ich richtig, richtig toll. Schlatthof-Briegel. Oh mein Gott. Wahrscheinlich wird uns erklärt, was Schlatthof ist. Aber ja, super. Also ich habe förmlich Hunger. Ich würde direkt irgendwas am liebsten nachkochen. Hier gibt es einen bayerischen Oberster. Damit kann man mich ja jagen. Oh, Oberster mag ich zum Beispiel leider nicht so.
muss ich ehrlich gestehen, obwohl ich jetzt natürlich aus Bayern komme, aber nein. Also ich freue mich mega und auch da wird das ein oder andere ausprobiert und da wird es dann natürlich auch ein paar Bilder auf Instagram immer mal geben, also könnt ihr auch mal gerne schauen, da habe ich meinen Link auch unten in die Infobox und ja, das sind natürlich auch jetzt Bücher, gerade Kochbücher, das ist ja auch nichts, was irgendwie auf dem Sub landet, was man irgendwie abarbeitet oder, ne, aber ja, ich, ja, dementsprechend wird es vielleicht nicht in der Bücherwoche oder so auftauchen, aber vielleicht erwähne ich immer mal, wenn ich was gekocht habe und versuche dann auch an Bilder zu denken. Ich glaube, das könnte bei den Rezeptsachen auf jeden Fall ganz gut klappen. Und dann etwas richtig, richtig Schönes, wo ich mich super gefreut habe, dass der Einhorn Verlag ja sowas hat, auch von Christel Vogel, das Kräuterelfen-Malbuch. Also es gibt da, glaube ich, mittlerweile 2 Malbücher und ich freue mich das so aufs Malen. Ich habe super gerne Mandalas ausgemalt oder eben auch so ein bisschen, ja, eher, ja, so grafische Sachen und freue mich hier aufs echte Ausmalen von eben Figuren und bin da super gespannt und ich habe noch einiges an Buntstiften hier und freue mich das sehr aufs Ausmalen. Hier haben wir ein schönes Bild, dann auch in der Mitte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu groß, dass man das noch erkennen kann. Also wunderschön gemacht. Man hat auch immer ein bisschen was an Erklärung nebenan. Zum Beispiel hier geht es um den Ginkgo-Baum. Richtig, richtig toll. Also ich freue mich hier sehr aufs Ausmalen. Ist wunderbar. Also nehme ich auch super gerne im Sommer einfach mit in den Garten. Ein paar Stifte. Es muss ja nicht, also für mich muss das ja auch nicht immer alles so identisch sein. Also es muss nicht immer nur klassische Haarfarben bei den Figuren auf dem Kopf haben oder ähnlichem. Aber da freue ich mich schön. Es gibt hier dann auch eine Leseprobe zu den Kräuterelfen erzählen. Und das müsste doch eigentlich jetzt das erste Buch. Ach nee, das waren die Schmetterlingselfen. Also es gibt auch noch Kräuterelfen. Sehr gut zu wissen. Da werde ich auf jeden Fall in die Leseprobe dann auch mal mit reinschauen. Und ach, ist das toll. Richtig, richtig schön. Ja, also hier gibt es dann auch noch die Kräuterelfen erzählen. Und ich habe, ja, die Schmetterlingselfen sozusagen von der Autorin. Richtig toll. So schließt sich der Kreis ganz wunderbar. Freue ich mich wirklich sehr, ja, dass es hier was zum Ausmalen gibt. Und dass da so das innere Kind ein bisschen, ja, leuchten und strahlen kann. Richtig, richtig toll. Also ich bin mega, mega happy über alle Bücher, die ich mir aussuchen durfte, die hier eingezogen sind. Ich bin super happy, dass ich die Bücher vom Einhorn Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, dass wir hier so ein cooles Unpacking vor der Osterzeit machen können. Und auch wenn es nicht Weihnachten ist, kommt das ja eigentlich einem Weihnachtsfest schon richtig, richtig nah. Also richtig, richtig toll. Also ich bin wirklich super, super dankbar ja, über diese, ja, freundschaftliche Zusammenarbeit und freue mich mega, die Bücher zu entdecken, die Rezepte zu entdecken und glaubt mir, ich habe also ich habe wirklich, wirklich Hunger und merke, wie ich ja, jetzt unbedingt, glaube ich, auch einfach mal was essen muss und ja, ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank ja, an den Einhorn Verlag. Ich bin super, super happy. Freue mich jetzt natürlich auch auf die Unpackings aller anderen, die ich unten in der Infobox verlinke. Schaut da auch super gerne mal vorbei. Ich freue mich jetzt auch schon auf meine Abo-Liste und da so die Videos mir anzusehen, was da alle anderen sich so ausgesucht haben, was bei ihnen so eingezogen ist und ja, auch, ja, wie Ihnen dann auch im Nachgang wahrscheinlich einfach auch die Bücher gefallen. Also ich freue mich da mega. Also super, super happy, sehr, sehr dankbar und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in das Einhorn Verlagssortiment geben. Schaut unbedingt mal beim Verlag vorbei. Ich packe auch Instagram, Facebook, alles vom Einhorn Verlag unten in die Infobox. Also geht da gerne mal ein bisschen stöbern. Ich verlinke euch natürlich auch alle Bücher und ja, würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren so ein bisschen erzählt, welches Buch von den 5 euch jetzt vielleicht angelacht habt und ob ihr vielleicht schon was aus dem Verlag gelesen habt und einen Buchtipp habt, dann natürlich super gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen und danke euch jetzt fürs Zusehen, danke natürlich auch nochmal den Einhorn Verlag für diese tolle Osterpost und ja, freue mich auf den Austausch und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, dann auch ein schönes Osterfest und bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.